Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Dancing Stupid. Wunderbar, so für einen Neujahrsanfang, so ganz am Anfang. Aber ja, wunderbares Lied vorgetragen von den Saxinetten, den Saxinetten unserer Adelsdorfer Musikanten. Saxinetten, also Saxophon und Klarinetten. Wunderbar, herzlichen Dankeschön, dass ihr heute unseren Neujahrsempfang begleitet. Ja, Neujahrsempfang, man wünscht sich etwas Gutes, das möchte ich auch bei euch tun. Ich wünsche Ihnen allen mit Begleitung eines Rosenkopf, eines Rosenköpfchen, ich denke, ich wollte noch länger begleiten in diesem Neujahrsempfang. Ja, wünsche ich Ihnen allen ein gesundes, ein zufriedenes, ein glückliches, ein erfolgreiches neues Jahr 2019. Ja, die zweite Bürgermeisterin lässt sich heute leider entschuldigen. Sie haben es bestimmt mal mitbekommen, sie ist operiert worden am Fuß und kann heute leider nicht bei uns sein, aber ich darf Ihnen ein ganz, ganz herzliche Grüße von ihr ausrichten. Und heuer wollen wir mit dem beginnen, dass ich ganz am Anfang, bevor ich jetzt dann auch mit der Begrüßung weitermache, dass ich jetzt alle unsere Neugeborenen, das bleibt doch überschaubar, wobei die Zahl eigentlich sehr eindrucksvoll ist, ich komme dann später dazu, alle unsere Neugeborenen mit Eltern und Geschwisterchen, dass ich die alle mal nach vorne bitte, hier vorne an die Bühne. Und der Ramon, der das Ganze festhalten wird, im Bild, im Ton, im Foto, der macht dann ein Foto von unseren Neugeborenen und die Presse. Ja, die Johanna Blum, die ich auch ganz herzlich begrüße, die ist auch schon da. Also ich darf die Neugeborenen alle mal nach vorne bitten, hier vorne auf die Bühne, so wie man es ausgemacht hat. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja doch guter Brauch zu Beginn eines Empfanges, eines Neujahrsempfanges, dass man doch den einen oder anderen hier im Saale, im Raum natürlich auch persönlich begrüßt. Und das möchte ich auch heuer wieder tun. Vorher bitte ich Sie, aber Sie sich alle kurz von den Plätzen erheben, damit wir unsere Verstorbenen aus dem Jahr 2018 bedenken. Vielen Dank. Ja, kommen wir zur Begrüßung. Und ich freue mich, dass doch wieder einige Persönlichkeiten aus der Gemeinde Adelsdorf ja hier den Weg in unsere schöne Eisgrundhalle gefunden haben. Und sicherlich freuen sich all die Genannten jetzt dann auch darauf, wenn sie am Ende der Begrüßung ganz herzlich applaudieren. Ich begrüße ganz herzlich unseren Herrn Pfarrer Thomas Ringer, unseren katholischen Pfarrer hier aus Adelsdorf. Ich begrüße ganz herzlich unseren Altbürgermeister und Ehrenbürger, den Ewald Mönch, und unseren Altbürgermeister Armin Goos. Herzlich willkommen,
heiße ich die Damen und Herren des Gemeinderates und hier stellvertretend möchte ich nennen den Marion Bierlein von den Freien Wählern, den Uwe Pöschel von der CSU und von den Grünen die Sabina König. Schön, dass ihr da seid. Eine möchte ich separat nochmal begrüßen und sie ist nicht alleine da und sie war in den letzten Wochen auch nicht alleine unterwegs. Ich möchte gerne unser Adelsdorfer Christkind begrüßen und darf jetzt mal mit ihren Engelchen, so ganz in zivil, mal kurz nach vorne kommen. Unser Adelsdorfer Christkind mit seinem Engelchen. Jawohl. Dürfte mal ganz kurz nach vorne kommen und ein Engelchen ist da. Na, ein Rufengelchen haben wir auch dabei. Mensch, das ist ja total super. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Haben wir einen großen Applaus für unser Christkind. Und so Christkind kann man einfach nicht allein. Es ist halt einfach mal so. Deswegen auch noch die beiden Engelchen dabei. Aber ihr wart ja insgesamt zu? Zu fünft. Genau, ihr wart zu fünft unterwegs, du mit deinen vier Engelchen. Und dann habt ihr noch jemanden gehabt, der den Rentierstücken gezogen hat. Wer war das? Achso, ja, die Eltern. Genau, also keine. Ja, die Mamas und Papas, die haben den Rentierstücken gezogen. Ja, und wie viele Auftritte habt ihr denn jetzt so gehabt in der Saison, in der letzten Saison nach unserem wunderschönen, nach unserem wunderschönen Schlossweihnacht? Also mit dem Kronen und allen waren es so ungefähr 20. Also 20 Mal unterwegs gewesen, bei vielen Vereinen unterwegs gewesen. Ich sehe da hinten S10 zum Beispiel, ne? Da war der auch, ne? War der unterwegs. Ne? Und bei vielen anderen Vereinen war der eben auch proben. Proben, muss das Christkind das proben? Macht man das oder wie? Also für den Weihnachtsmarkt haben wir auch auf der Bühne mal geprobt, aber und die Geschichte in der Kapelle, aber sonst nicht. Das kann man einfach, ne? Das ist man einfach dafür geboren. Ne? Also, Sie sehen, unser Christkind mit seinen Engelchen nochmal einen ganz, ganz großen herzlichen Dank an euch für euer Wirken. Noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus von allen. Und dann habe ich hier noch ein Geschenk von euch, das gebe ich dem Christkind und du darfst es an die anderen verteilen. Für dich, meine Engelchen, herzlichen Dank. Schön, dass ihr da gewesen seid. Dankeschön. Ja. Heuer wollen wir unseren Neujahrsempfang mal ein bisschen schwungvoller angehen. Schwungvoll geht es also quasi weiter und ich darf jetzt bitten, die Zumba-Kids von der Tanzschule Move and Move, die uns jetzt hier auf der Bühne etwas übersprungen werden. Bitte, Attacke, los geht's. Sigamos bailando.
muss ich mal ganz kurz mich hier mal eine Frage stellen. Kommt mal hier, schaut mal in die Richtung, dass die Leute schon ein bisschen. Wie oft müsst ihr trainieren? Wie oft müsst ihr so vorgeben? Einmal die Woche, dreimal die Woche? Zweimal die Woche. Jetzt, wenn ihr jetzt hingehe und würde jetzt sagen, Mensch, das macht mir so toll, ja? Es gefällt mir so richtig gut, diese Bewegungen mit der Pfarrerkonferenz, ich würde dann ganz toll tanzen. Meinst du, wir würden es hinkriegen mit dem Gemeinderat auch, wenn ich jetzt mit dem mal bei euch vorbeikomme und so hopp, liebe Gemeinderätin, liebe Gemeinderätin, ich schaff's aus. Meinst du, das geht mir hin? Ja. Meinst du, das wirklich? Sag die Wahrheit. Vielleicht. Das war diplomatisch. Vielen Dank, schön, dass du hier bist. Danke schön. Ja, wir haben aber auch im Jahr 2018, ja, gefeiert. Wir haben viele Veranstaltungen wieder durchgeführt und glauben Sie mir, diese Veranstaltungen, die sind uns einfach wichtig. Die sind wichtig und ich möchte mich nochmal an der Stelle bei jedem bedanken. Egal bei welcher Veranstaltung und wenn es die Jahreshauptversammlung ist oder irgendwelche Jubiläen oder sonstiges. Denn wenn wir zusammenkommen, dann treffen sich Menschen. Es kommen Alteingesessene, es kommen Neubürger zusammen, man lernt sich kennen, man tauscht sich aus, man redet miteinander und genau das ist ja dieser Gedanke. Und deswegen noch einmal auch hier einen herzlichen Dank an alle, die sich in irgendeiner Art und Weise in diesen Bereichen auch einbringen. Ja, meine lieben Gäste, ich könnte jetzt natürlich aus dem Jahr 2018 noch einiges berichten, noch vieles berichten, aber ich denke, lassen wir jetzt mal die Vergangenheit ruhen und schauen wir mal lieber in die Zukunft. Und bevor wir in die Zukunft schauen, habe ich gesehen, dass wir Besuch bekommen haben, nämlich Besuch von unseren 3, 4, 5, 6, 7, also von mehreren Sternsingern. Und die darf ich jetzt mal nach vorne bitten. Ich darf euch nach vorne bitten, die Sternsinger aus der Gemeinde Adelsdorf. Ja, herzlichen Dank, lieber Carsten, für die Einladung heute zum Neujahrsempfang der Gemeinde. Wir kommen sehr gerne. Die Sternsinger, für die, die es nicht wissen, ist das, ja, in Deutschland das größte Programm, bei dem Kinder für Kinder sammeln, für Kinder in aller Welt, denen es nicht so gut geht wie den Kindern in Deutschland, den Kindern in Adelsdorf. Also es schadet auch nicht, dass wir mal über den Tellerrand drüber hinausschauen, glaube ich, auch uns schadet es nicht. Also vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns heute gedacht, dass wir, also es sind 4 Kindsköpfe, würde ich sagen, da, das sind keine Kinder mehr, sondern schon größere und 3 Jugendliche oder 4 Jugendliche. Also wir wollen mal zeigen, wie viele Sternsinger in Adelsdorf mitlaufen, also es sind 21 Gruppen in Adelsdorf, ich weiß nicht genau, wie viele es im Aisch sind, das sind auch sehr viele, also über 100 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die bei der Sternsinger-Aktion mitmachen. Es ist auch so, dass die Sternsinger-Aktion anonymes ist, wir das Geld ist zusammen, im letzten Jahr waren es so 16.000 Euro in Zeckern, Adelsdorf, Neuhaus, Aisch und im ganzen umliegenden Deutschland. Es geht also in Projekte, die auch konkret von uns unterstützt werden, sei es im Senegal, sei es in Uganda, wo wir eine Partnerschaft hin haben, sei es in anderen Ländern. Also das Geld kommt, würde ich sagen, sehr effizient dort an, wo es gebraucht wird und auch langfristig gebraucht wird. Also es sind Schulprojekte, es sind Kindergartenprojekte. Also es ist nichts, was rausschießendes Geld ist, sondern wird gut angelegt. Ja, wir wollen uns gar nicht so lange aufhalten. Wenn einer möchte, er kann bei den jüngeren Sternsingern auch noch seine Spende loswerden, falls er heute nicht daheim ist, nicht angetroffen werden kann. Ja, wir singen noch ein Lied und sind dann auch schon wieder weg. Sehe den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der heiligen Nacht. Nun höre das Lied, das wir singen, ein Lied von der himmlischen Pracht. Wir kamen von weit her gegangen, durch Meere und Wüsten der Welt.
wo alles noch dunkel verhangen, weil niemand die Erde erhält. Wir suchten in vielen Palästen Messias, den König und Herrn. Herodes, er wollte uns zu Gästen, doch folgten wir lieber den Stern. Nun sind wir auch hier auf dem Wege, als Sternsinger, wie sie bekannt. Das Leid dieser Welt uns bewege, vielen Menschen mit bittender Hand. Drum gib deine Spende von Herzen, denk an die große Not. Zu lindern der vielen Leute Schmerzen, dafür vergelt es euch Gott. Und jetzt muss ich aber trotzdem nur kurz die Frage stellen,
Aber bei so vielen Tieren und so, ne, also er kümmert sich schon um sie auch noch, oder? Ja. Alles gut. Also herzlichen Dank euch beiden hier einmal der Ehrenlied. Und ja, herzlichen Dank. Die Johanna macht noch ein Bild. Und wir sehen, bevor wir jetzt in den sportlichen Teil kommen, sehen wir jetzt noch eine Tanzeinlage unserer Zumba Kids. Dankeschön. Vorbereitet, das darf dann eine von euch noch mitnehmen. Und an dich, Steffi, auch nochmal einen ganz herzlichen Dank, auch für das Kurzfristige. Herzlichen Dank nochmal an dich. Danke. Ich denke, liebe Adelheid, man sieht es dir an, regelmäßiger Sport hält jung und so darf ich dich nach vorne bitten, um den Ehrenbrief für sportliche Erfolge entgegenzunehmen, 30 Jahre Teilnahme am Sportabzeichen. Herzlichen Glückwunsch und es ist ein Applaus wert. Und ich darf den Ehrenbrief auch kurz verlesen. Ehrenbrief für sportliche Erfolge. Adelheid Nehring legt seit 30 Jahren jährlich mit großem Erfolg das deutsche Sportabzeichen in der Gemeinde Adelsdorf ab. Zudem wirkt sie bis heute aktiv im Sportabzeichen-Team mit und trägt somit maßgeblich dazu bei, Menschen aller Altersklassen für den Breitensport zu begeistern. Die Gemeinde Adelsdorf gratuliert und wünscht weiterhin viel Erfolg. Hier ist der Ehrenbrief. Da ist das Foto. Es gibt aber natürlich
Es gibt aber natürlich auch noch einen Blumenstrauß für dich. Aber natürlich, so ganz ohne kommst du mir jetzt nicht weg. So ein, zwei Fragen müssen schon noch sein. Und für mich, ich mache ja sehr leidenschaftlich gerne das Sportabzeichen. Also ich laufe am liebsten. Also Joggen, das ist so meins, ne? Möglichst lang. Was ist bei dir so die Disziplin, wo du sagst, das ist meine absolute Lieblingsdisziplin? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Alles. Alles gleich. Ehrlich. Also bei mir ist aber das Problem, wenn ich Weitwurf zum Beispiel machen muss, da fällt mir die Kugel fast auf den Fuß. So weit schaffe ich die. Ne? Aber beim Laufen bin ich schnell. Also doch, ich laufe nicht. Ach du Gott. Ersatzdisziplinen. Was sind dann deine vier Disziplinen, die du so abhältst? Kurzstrecke, Sprint, Langstrecke, Springen und Seilspringen. So. Wie lange muss man da machen? 40 Mal, glaube ich, für meine Altersgruppe. Für meine Altersklasse. 40 Mal. Ich auch. Du bist aber ein bisschen jünger. Sicher. Ja, sicher. Ja. Also, ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zu dieser Auszeichnung. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wir sehen uns ja dann spätestens dieses Jahr wieder beim Sportabzeichen. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, eine tolle Leistung, eine gute Werbung, nicht nur für den TSV Neuhaus. Ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren zu diesen Leistungen. Ich darf Sie nach vorne bitten und mit der Gemeinde Adelsdorf in Mitte. So, und hier möchte ich die Urkunde verlesen. Ehrenbrief für sportliche Erfolge. Werner Herrmann, TSV Neuhaus, Abteilung Kegeln, erreichte im Bereich des Sportkegels bei den Bayerischen Meisterschaften den 3. Platz und bei den Deutschen Meisterschaften den 4. Platz. Die Gemeinde Adelsdorf gratuliert hierzu recht herzlich und wünscht beiden viele Erfolge. Aber Herr Herrmann, jetzt muss ich Sie was fragen. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie gleich viel Punkte hatten oder Hölzer hatten wie der Drittplatzierte. Warum sind Sie denn kein Dritter geworden? Ich hätte es Ihnen gegönnt. Aber schlecht abgeholt. Schlecht abgeholt, was heißt das? Das heißt, in den Abholenden habe ich weniger Kleidung. Also Sie sehen, 79 Jahre Sportkegeln. Ich freue mich dann ganz herzlich, wenn wir uns dann in 10 Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen, ne, und Sie dann den 1. Platz gemacht haben bei der Deutschen Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch Ihnen, herzlichen Dank. Natürlich jetzt einmal die allerwichtigste Frage. Wir haben jetzt ja gerade gehört, das heißt, die Position jetzt zu halten, zu festigen, neue Spiele zu gewinnen, natürlich aufzupassen, dass niemand irgendwo abgeht. Wie hat es ausgeschaut jetzt seit Mai? Hat das alles geklappt? Ist das alles in die richtige Richtung gegangen? Also sehr, sehr positiv geklappt. Das hat jetzt einmal als Aufsteiger sich der Platz, ne, zu überwinden. Das Ganze in Ordnung. Leider einen schweren Abgang haben wir gehabt, ne, traurigerweise. Muss man dazu sagen, ja, jetzt schauen wir, dass wir vielleicht im Sommer ein paar neue Leute dazu bekommen. Im Winter hat leider nichts geklappt. Und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht ein paar Ränge nach oben noch klettern. Wie hat der Vorstand, ich habe ihn gesehen, da hinten sitzt der Harald, wie hat der Harald reagiert? Dann an diesem Abend, als dann klar war, man ist aufgestiegen, man hat mitbekommen, Augsburg hat verloren. Ich denke, wir haben alle sehr, sehr positiv reagiert. Das ging bis in die Morgenstunde. Man muss das sagen, der Harald ist nach Aufstiegsspiel schon mal Urlaub gefahren. Oh Harald, dann war es aber trotzdem ganz schön spannend, das, was ihr da so erlebt habt. Ja, das ist so. Ja, ich habe eine Urkunde für euch natürlich auch vorbereitet, einen Ehrenbrief. Und in diesem Ehrenbrief, da heißt es TSV 1928 Neuhaus. Die erste Fußballmannschaft hat in der Saison 2017-18 den Aufstieg eben in die Kreisklasse an den Pickelsgrund eben geschafft. Und dazu gratulieren wir ganz herzlich. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Sebastian, hast du noch was zu sagen? Weiß ich nicht. Ja, wir nehmen natürlich den Ehrenbrief gerne entgegen. Wir danken uns nochmal ganz herzlich bei dir, bei der Gemeinde Alsdorf dafür. Möchten aber nicht bloß das der ersten Herrenmannschaft widmen, sondern vor allem dem ganzen Team außenrum. Also es geht da los. Ja, unser Harald ist so der Führerführende für den Bereich Bratwürste grillen, jeden Sonntag. Natürlich auch Platz steuern, Platz mähen. Unser Marco, der ist da stark vertreten, sagen wir mal, jede Woche ein paar Mal. Ohne den wird es nicht gehen und deswegen nehmen wir den Ehrenbrief mit, aber natürlich auch im Namen des ganzen Teams. Ja, und das dann. Danke. Ja, vielen Dank.
Ja, und damit ihr noch mehr trainieren könnt, also so, ne, habe ich mir gedacht, ich habe da so einen Fußball für euch gemacht, weil ich bereit, das war ja echt der Adidas, ne? Euro. Ja, das heißt, ich kann ja festhalten, der Torwart. Ja, du kannst ja schon mal ein wenig üben. Also, das ist euer Ball, das ist eure Urkunde. Euch nochmal herzlichen Dank fürs Kommen und für die Saison jetzt dann weiterhin viel Erfolg. Alles Gute euch. Bis dann.